was ein Arschloch, Mann. Ja, und jetzt? Du kannst dir nicht machen, dass du da bist, Idiot! Geh, los! Was mach ich da? Ich wollte doch... Hallo? Hä, wie... Seit wann? Ich dachte, ich hätte den Apfel. Achso, ich soll die nicht umbringen. Ach, jetzt verstehe ich's. Bam. Einfach nur alle entwaffnen. Ja, ist ja irgendwie logisch, kann ja nicht seine ganzen Assassinenbrüder jetzt einfach umbringen. Alter. Und bam. Okay. War gar nicht schwer. Was sagte ich euch, Alter, ihr? Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Es ist schön, oder nicht? Ja, den Apfel beschaffen, um Abbas zu retten. Okay. Ja, das ist halt schwierig, weil das haut uns immer wieder runter. Da müssen wir richtig Gas geben. Ah, scheiße, da komme ich noch gar nicht hoch. Shit. Boah, du mieser Apfel. Na warte. Schnell hoch, Mann. Scheiße, jetzt haut mich sicher. Boah, jetzt haut's mich sicher runter, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Wie komm ich denn da? Ah. Oh nee, so nicht. Oh shit. Schnell hoch, Alter, ihr, du schaffst es, komm, Mann. Mist. Komm schon. Schneller, 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 kletter. Yeah. Was war das? Sind Sie tot? Vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lehren? Oder führst du uns alle in den Ruin? Japp, Alter, ihr ist der Einzige, der das, kontrollieren kann. Er ist eben dazu gemacht. Ist einfach so. Genau wie Ezio kann sie auch. Wie man in AC2 gesehen hat und in ACB natürlich auch. Er weiß eben, wie es geht. Sieht mir nach Sequenz in der aus, so wie das Bild rauschen gerade war. Was ich aber nicht glaube, es kann ja nicht sein, dass die Sequenz so schnell vorbei ist. War ja viel zu kurz. Da die Ladezeiten sind halt furchtbar. Gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Ja, stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Tatsächlich, das ist ein Kapitelende. Lol. Das war zu schnell, wenn ihr mich fragt.
Erinnerung synchronisiert. Sequenz 4 beendet. Mit 26 schon Anführer von einer, ja, zerstrittenen, ja, Dings hier, was er da gerade gesagt hat. Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten. Oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Okay, da sind wir auch schon in Sequenz 5 angekommen, Freunde. Und die Mission ist direkt vor unserer Nase, aber so richtig direkt vor unserer Nase. Würde ich sagen, machen wir die auch direkt, ne? Dieser Teppich, unglaubliche Qualität. Eure Füße werden euch mehr lieben als euer Weib. Ich bin nicht verheiratet. Da seid ihr gut dran. Kommt, fühlt. Ihr habt heute viel verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Die Janitscharen konfiszierten die meisten Teppiche, nur weil sie importiert waren. Kennt ihr Tariq Baletti, ihren Hauptmann? Er ist hier irgendwo, ein arroganter Mann, aber... ihr beleidigt mich, Herr. Ich kann nicht weniger als 200 Aksche nehmen. Letzte Chance. Wenn ich ihn finde, frage ich ihn nach den Teppichen. Ihr seid ein sehr falscher Jabanche. Einigen wir uns auf 180. 180 Aksche und wir bleiben Freunde. Okay, zwei Wachen mit Bomben ablenken. Oh, ich bin gerade schon wieder am Rauchen. Naja, ich weiß ja nicht. Tariq, ich mag diesen Tariq eigentlich überhaupt nicht. Ich kann ihn nicht leiden. Wie der Typ schon sagte, ist ziemlich arrogant. Moment, ich tauche mal hier unter und verwende gleichzeitig meinen Adlerblick. Dann schaue ich ein bisschen um. Ich glaube, hier ist aber nicht. Moment. Die kommen wir gerufen. Geht voran. Aber eigentlich bin ich hier schon, weil ich sehe kaum was mit dem Adlerblick hier. Eigentlich bin ich jetzt schon oft im Kreis gegangen, ne? Jetzt ist das zweite Mal. Ich glaube, ich muss hochsuchen gehen. Da ist er. Ah, da ist er. Ich hoffe, Selim kehrt bald in eine Stadt voller Zuversicht und mit stärkerer Führung zurück. Ah ne, das ist der andere. Ich dachte, das wäre der Bruder, der Tariq. Ah ne, das ist der da. Den mag ich eigentlich. Der ist ziemlich korrekt. Der hat den einen voll alles ins Gesicht gesagt, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Wo er gemeint hat, ihr könnt offen reden. Also ich finde ihn eigentlich korrekt. Kann ich so nichts sagen gegen den. Na, vielleicht ist der ja auch gar nicht korrekt. Vielleicht tut er nur so. Ach nö. Du Arschloche. Meine schönen Nutten.
Ja, der Typ ist misstrauisch. Kompromissbereitschaft und gegenseitigem Respekt. Unsere neuen Herren sind sich dessen... Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Was? Scheiße! Erbärmling! Ich bin ein Trottel. Ah, übrigens, der Typ, gell, was mich entdeckt hat, der hat die Stimme von Vegeta. Achtet mal drauf. Der hat exakt dieselbe Synchronstimme. Ist mir gerade aufgefallen so. Ich bleib gleich hier stehen, oder? Ist das gut? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Muss näher ran, oder? Nee, Blödsinn. Von allen Errungenschaften Mehmeds halte ich inzwischen den Bazar für eine der besten. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Was schreit er denn die Leute so an, der Vollidiot? Anscheinend kehrt wieder Normalität ein. Immerhin wurde mein Sohn als Schreiber beim Pascha eingesetzt. Guck mal, die haben alle Schiss vor dem. Das ist ein bisschen gefährlich, weil dann können wir uns nicht decken. Wenn ihr hier nicht arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Ganz schön gefährlich, der Typ. Man muss auch aufpassen, dass er sich nicht umdreht, falls er das macht. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin sogar sehr zufrieden, wie es sich entwickelt hat. Das Bankett ist bei dir. Guck mal, kannst du dich jetzt nirgends mehr decken. Schau. Oder? Nee. Wobei hier geht's, oder? Nee, auch nicht. Aber bei denen müsste es jetzt gehen. Oh, ich dachte schon. Als ich sah, dass wieder mehr Pilger in die alten Kirchen kommen, da dachte ich mir sofort, dass ich... Ah, sehr schön. Es ist ein wichtiges Treffen. Sorg dafür, dass niemand mir folgt. Jawohl, genau so muss es sein. Alter, schub's nicht. Schau. Boah. Alter, fast entdeckt durch die... An meinen freien Tagen kaufte ich auf zwei oder drei davon. Eine Schande. Was? Was? Kann er durch Wände sehen oder was? Der hat einen Röntgenblick, eindeutig, Mann. Scheiße, wir haben es mit Superman zu tun. Fuck, Mann. Das hätte mir natürlich anders sagen müssen. Dann hätte ich mich dementsprechend anders vorbereitet drauf. Wusste ja nicht, dass wir Superman als Feind haben. Das ist natürlich scheiße. The Man of Steel, Alter. Übrigens, geiler Film. Kann ich nur jedem empfehlen. The Man of Steel, ziemlich geiler Film. Kam neu raus. Meine Bruderschaft ist dem Alter. Ich habe mit Lambert die Hülle der Exkommunion. Habt ihr das gerade gesehen? Das könnte ich. Der kann echt dumm glotzen. So. Meine Hochachtung, verehrte Krieger.